Unsere Erde ist mehr als 4 Milliarden Jahre alt. Sie hat so viele Geschichten zu erzählen, da würde selbst das Internet staunen. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Teil dieser Erde vorstellen. Unsere Schule. Die Helene-Lange-Schule ist fast 147 Jahre alt. Mehr als 600 Kinder besuchen sie. Sie geht von der 5. bis zur 10. Klasse. Einen der wichtigsten Orte zeige ich euch gleich am Anfang. Hier könnt ihr Mittag essen, dabei mit euren Freunden reden oder einfach nur in den Stadtpark schauen und die Enten auf dem Weiher beobachten. In unserer Aula werdet ihr an eurem ersten Schultag begrüßt, lernt eure Klassenlehrer kennen und eure Mitschüler. Wenn dort keine Einschulungsfeiern oder Konzerte stattfinden, habt ihr dort Sportunterricht. Aber Achtung, manche Kinder sind dort schon verschwunden. In unserem Schülercafé Escabana kann man sich einfach nur wohlfühlen. Hier könnt ihr euch zu AGs am Nachmittag anmelden, den Verkauf organisieren oder euch in der Mittagspause entspannen. Wer sich für Naturwissenschaften interessiert, ist bei uns genau richtig. Direkt in der 5. Klasse geht es mit Biologie los. In der 7. Klasse kommen Physik und Chemie dazu. Schaut euch mal an, was unsere Chemielehrerin mit den Gummibärchen anstellt. Macht aber bitte nicht zu Hause das Experiment mit dem Wasser und dem Fett nach. Im Astronomieunterricht könnt ihr zu den Sternen greifen. Das Riesenteleskop unserer Sternwarte macht euch Himmelskörper 100-fach größer. Meint ihr, man kann auch Aliens entdecken? Wer Fußball oder Basketball mag oder sich in den Pausen auf andere Art und Weise austoben will, wird den Sporthof nie mehr verlassen wollen. Nebendran ist gleich die Turnhalle. Wenn mal nicht so gutes Wetter ist, könnt ihr euch hier im Warmen aufhalten. Hier sind auch der Vertretungsplan und die Spinde zu finden und wichtige Mitteilungen. In dem großen Gebäudeteil sind eure Klassenräume und auch die Bibliothek, in der ihr Bücher, CDs und Filme ausleihen könnt. Hierhin kann man sich auch zurückziehen, wenn man mal seine Ruhe haben möchte. Hier sind die Kunst und die Musik untergebracht. Was im Kunstunterricht alles hergestellt wird, könnt ihr gar nicht übersehen, denn ihr seht es im gesamten Schulgebäude. Zu unseren Konzerten Helaska Talent müsst ihr auch unbedingt einmal kommen. Dort spielen die Band, die Bläserklasse und andere Stars aus der Schule. Ihr könnt euch auf YouTube unsere Beiträge anschauen, auch von der Bläserklasse. In die geht ihr, wenn ihr ein Instrument lernen wollt. Die Schulleitung, das Sekretariat und das Lehrerzimmer befinden sich direkt nebeneinander. Frau Glab, unsere Schulsozialarbeiterin, hat immer ein offenes Ohr für euch. Hier kann man Tischtennis spielen oder auch im grünen Klassenzimmer Open-Air-Unterricht machen. Die Kinder aus der Französischklasse sind hier auch oft anzutreffen, wenn sie nicht gerade wieder Vokabeln üben. Zum Schluss kommt der Hof, auf dem sich eher die älteren Kinder aufhalten. Ich glaube, das liegt an den Graffiti oder an der schönen Aussicht in den Stadtpark. Dort kann man sich nach der Schule mit seinen Freunden treffen oder trainieren für unseren Spendenlauf. Für jede Runde wird 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Der Schulrekord liegt bei 22 Runden. Eine Runde um den Weiher sind ungefähr 800 Meter. Da könnt ihr ja mal schnell ausrechnen, wie weit der Rekordhalter gelaufen ist. Ich finde, unsere vielfältige Schule passt gut zu unseren vielseitigen Schülern. Kommt doch mal vorbei bei den Schnuppertagen und schaut euch alles an. Wir würden uns freuen.